Hallo und herzlich willkommen zu Teil 4 von Das bürgerliche Leben bzw. das höchste Gut für den Menschen, einem Aufsatz von dem Philosophen Joachim Ritter von 1956, den ich hier lese und kommentiere. Es geht im Kern um die politische Theorie des Aristoteles und um vor allem die Vorgehensweise, also die Methodik des Aristoteles, mit der sich der Joachim Ritter hier sehr beschäftigt. Wir sind jetzt an einer zentralen Stelle in dem Aufsatz Das bürgerliche Leben, in dem Joachim Ritter nochmal zusammenfasst, warum Aristoteles methodisch so vorgeht, also warum er zunächst sozusagen das höchste Gut, das für den Menschen auf eine bestimmte Weise bestimmt und dann plötzlich, vermeintlich plötzlich zur politischen Theorie springt. Und was sich darin gezeigt hat, um das schon ein bisschen vorwegzunehmen, ist, Aristoteles in der Deutung Joachim Ritters geht von einer Idealisierung der Polis als Polis aus. Also kurz gesagt, es wird ausgesagt, dass in der Polis als solcher, also in einer ganz bestimmten Form von Gemeinschaft, also nicht in irgendeiner Gesellschaft, sondern in einer ganz bestimmten Form von Gemeinschaft, eben der Polis, sich tatsächlich das Menschsein, die Natur des Menschen realisiere, so wie sich eben in dem klassischen Bild eben vom Keim zur vollentwickelten Pflanze sich irgendwas entwickelt. Das ist so die Grundmetapher, mit der Aristoteles grundsätzlich arbeitet. Also wann immer man aristotelisches Denken verstehen will, ist es gut, dieses Bild, diese Metapher vom Keim zur vollentwickelten Pflanze oder so im Hinterkopf zu haben. Und in diesem Modell wird eben auch jetzt die Natur des Menschen gedacht und dort wird eben gedacht, dass die Polis sozusagen die Vollendung und die Verwirklichung tatsächlich das Wesen des Menschen ist und deswegen ist sozusagen die politische Theorie nicht ein zufälliges Ding und auch diese Idealisierung der Polis ist nicht zufälliges, sondern dort wird etwas ganz Wesenhaftes ausgesagt, was aber als Preis natürlich hat, dass jegliche Form von Menschen, die keine Polis bilden, notwendigerweise nach der Theorie des Aristoteles ihr Wesen verfehlen. Das ist die logische Konsequenz einer solchen Theorie. Darf man nie vergessen, und das bedeutet, das ist ein relativ hartes Urteil, aber die antiken Philosophen waren halt auch tendenziell alle ziemlich hart drauf. Also die hatten da wenig Skrupel, mit solchen krassen Generalthesen ums Eck zu kommen. Also da gibt es eine gewisse Hemdsärmeligkeit, will ich es gar nicht nennen, aber eine gewisse Strenge, wo dann aus der logischen Konsequenz eben auch sehr, sehr harte Schlüsse abgeleitet werden. Und dies ist nach meinem Urteil ein solcher sehr harter Schluss. Also die meisten Menschen verfehlen tatsächlich ihr ureigenstes Wesen, weil sie eben nicht wirklich politisch zusammenleben. Jetzt nach diesen einleitenden Worten für dieses Video kehre ich zurück zum Text. Wir befinden uns auf Seite 75 dieses Aufsatzsammelbandes Joachim Ritter, Metaphysik und Politik, und eben der konkrete Aufsatz heißt eben Das bürgerliche Leben mit dem Untertitel, nur damit ich es auch nochmal gesagt habe, zur aristotelischen Theorie des Glücks. Joachim Ritter schreibt: Diese allgemeinen Voraussetzungen machen jetzt verständlich, warum Aristoteles nach dem von der Natur des Menschen vorgezeichneten höchsten Gut fragt, warum er überhaupt diese Frage stellt, und seine Bestimmung dann in einer politischen Theorie gewinnt. Der Grund hierfür, dass er sie in einer politischen Theorie gewinnt, liegt darin, dass nicht jede Gesellschaft, sondern die durch die Freiheit des Bürgers konstituierte Polis das Menschsein des Menschen zum Inhalt hat. Weil sie das Menschsein zum Inhalt hat, deswegen wird ihr um Willen in der von der Natur des Menschen als Zweck vorgezeichneten Bestimmung des Menschen gefunden. In Politik 1, also Römisch 1, Arabisch 2, steht der folgende Satz: Es liegt aber nun zutage, dass die Stadt, also die Polis, zu dem gehört, was von Natur ist, und dass der Mensch von Natur das in der Stadt lebende Wesen ist, das in einer Polis lebende Wesen. Und das, muss man nochmal ganz klar sagen, ist nicht lokal gemeint. Überdeutlich war den Griechen zu diesem Zeitpunkt, dass die Polis kein Ort ist, sondern eine ganz bestimmte Gemeinschaftsform. Also das muss man hier immer mithören, wenn man sagt, das Leben in der Stadt, ja, geht es hier um Land versus Stadt? Nein, geht es nicht. Es geht um eine ganz bestimmte Lebensform. Die Polis ist also nicht irgendeine Stadt, nicht jede Stadt ist eine Polis. Und dass die Polis kein Ort ist, sondern eine Gemeinschaftsform, hat sich zum Beispiel gerade bei den Athener-Griechen sehr, sehr deutlich darin gezeigt, in dem Vorgang, auf den auch ich immer wieder verweise, weil ich ihn für sehr aussagekräftig halte, in der Verlagerung Athens auf die Schiffe angesichts der Bedrohung durch die Perser. Also in einem ganz bestimmten historischen Zeitpunkt hat Athen die gesamte Stadt, die gesamte Polis auf die Schiffe verlagert. Und das war im damaligen Geschehen, in der damaligen Zeit, in der damaligen Kultur ein absolut unerhörter Vorgang. Niemals haben Griechen vorher etwas Ähnliches gemacht gehabt, aber in diesem Akt zeigt sich, dass die Polis, indem sie eben den Ort aufgibt,
mit allem, mit der Agora, mit der Akropolis und all dem, was man so kennt, indem die Polis Athen den Ort aufgegeben hat, zeigt sie überdeutlich, dass eben die Polis kein Ort ist, sondern eine Gemeinschaftsform. Das muss man im Hinterkopf haben. Also dafür steht, wer sich damit beschäftigen will, mit diesem Ausschnitt aus der athenischen Geschichte, der Name Themistokles. Ja, der Staatsmann oder Politiker Themistokles hat wohl jahrelang darauf hingearbeitet, dass die Athener zu diesem Schritt, ich würde wirklich sagen, kollektiv in der Lage waren. Man muss sich das ähnlich drastisch vorstellen, wie wenn jetzt eben heutzutage, was weiß ich, eine Greta Thunberg daran arbeitet, uns zu einer ganz anderen Wirtschaftsform zu bringen. Ja, also ähnlich groß muss der Schritt gewesen sein für die Athener Griechen, die gesamte Polis auf die Schiffe zu tragen. Das war ein unerhörter Akt, auch ein sehr unwahrscheinlicher Akt. Und dass die Athener dazu in der Lage waren, sagt sehr viel über die attische Demokratie aus. Also sozusagen über das Mindset der Leute, dass sie das überhaupt konnten. Ja, naheliegend wäre für die Griechen gewesen, zu kämpfen und im Kampf gegen eine Übermacht unterzugehen oder sich der Übermacht zu unterwerfen. Das wären die Optionen gewesen. Und das wäre Athen wahrscheinlich auch passiert, wenn Athen sich nicht auf die Schiffe verlagert hätte. Zu diesem Zeitpunkt wäre man den Persern sehr wahrscheinlich unterlegen gewesen. So, nur als Hintergrund, als historischer. Und das sozusagen muss man mithören, wenn hier gesagt wird bei Aristoteles, es liegt aber nun zutage, dass die Stadt zu dem gehört, was von Natur ist und dass der Mensch von Natur ist, das in der Stadt, in der Polis lebende Wesen ist. Joachim Ritter kommentiert es jetzt so. Man hat gesagt, dass Aristoteles hier den Menschen als in der Gesellschaft lebendes oder staatsbildendes Wesen definiere. Er finde in der Natur des Menschen unter anderem auch die Anlage zum gesellschaftlichen und staatlichen Leben und setze so die Gesellschaft und Natur des Menschen in Beziehung. Aber alle diese Interpretationen treffen nicht den Kern. Wieder nur eine Randbemerkung. Jemand, der das auch deutlich gesehen hat, ist meines Erachtens Hannah Arendt. Hannah Arendt betont in ihren Schriften aus dem Nachlass, Was ist Politik, erschienen unter dem Titel Was ist Politik, sehr stark, dass in der Verschiebung von dem Begriff des Homo Politicus zum Homo Socialis im Römischen, also vom Zoon Politikon, vom politisch lebenden Wesen Mensch, zum Animal Soziale im Lateinischen, ein Verlust stattfindet. Animal Soziale bedeutet eben nicht das Gleiche wie Zoon Politikon. Und bereits in dieser Verschiebung vom Griechischen zu Römischen findet ein ganz zentraler, wie soll man sagen, gedanklicher, konzeptioneller Verlust statt. Und den betont Hannah Arendt sehr stark. Das ist ziemlich genau das Gleiche, was hier Joachim Ritter sagt. Also lese nochmal den Satz, weil er wichtig ist. Man hat gesagt, dass Aristoteles hier, also in dieser Aussage in der Politik Römisch 1, Arabisch 2, man hat gesagt, dass Aristoteles hier den Menschen als in der Gesellschaft lebendes oder staatsbildendes Wesen definiere. Er finde in der Natur des Menschen unter anderem auch die Anlage zum gesellschaftlichen und staatlichen Leben und setze so die Gesellschaft und Natur des Menschen in Beziehung. Aber alle diese Interpretationen treffen nicht den Kern, nicht den Kern dessen, was Aristoteles eigentlich sagen will, eigentlich gesagt hat. Es handelt sich bei diesem Satz überhaupt nicht um eine allgemeine Definition des Menschen, sondern um die Aussage, die in Wahrheit eine für die eigenen Zeitgenossen kaum begreifliche These ist, dass die Stadt das Menschsein des Menschen zum Inhalt hat und dass so das Menschsein des Menschen ihre Natur und Substanz ist. Dem entspricht die nicht weniger kühne Folgerung, dass so der Mensch auf die Stadt als freie bürgerliche Gesellschaft verwiesen ist, wenn seine Natur als Möglichkeit und als Sein können zur Aktualität des Seins können soll. Also kurz gesagt, es gibt in der Natur des Menschen selbst einen Imperativ zu dem, was eben Joachim Ritter hier das bürgerliche Leben nennt. Ja, ein Imperativ oder Imperativ ist zu schwach, weil wir unter Imperativ in der Moderne seit Kant was ganz anderes verstehen, ja, kategorischer Imperativ und so. Das ist hier sehr viel naturaler gedacht. Also kurz gesagt, es gibt eine Grundtendenz, die aber geblockt werden kann, die aber verfehlt werden kann, weil der Mensch der Mensch ist. Also der Mensch ist das Wesen, das sein Wesen verfehlen kann, aber das ändert nichts daran, dass das Wesen des Menschen ist, ein bürgerliches Leben zu haben. Das ist die politische Theorie und auch die anthropologische Theorie des Aristoteles. Geselliges Leben, Zitat jetzt wieder, geselliges Leben, gesellig lebendes Wesen ist kein spezifisches Kennzeichen des Menschen, sehr richtig. Es gibt sehr viele Animalsoziale. Und das war natürlich auch, Plural kann ich nicht mehr bilden, ja, also muss man sich jetzt im Plural denken, wenn man besser Latein kann als ich. Es gibt sehr viele soziale Tiere und die antiken Philosophen waren nicht so bescheuert, dass sie etwas zum Wesensmerkmal des Menschen erklärt hätten, was man sie auch finden kann, was weiß ich, bei Wölfen oder bei Bienen oder bei anderen sozial in Gemeinschaft lebenden Tieren. Das war denen klar. Ne? Also die waren nicht blöde, die Leute. Also,
Gesättigt lebendes Wesen ist kein spezifisches Kennzeichen des Menschen. Die Bienen sind es, die Kraniche, die Ameisen, die Wespen und überhaupt alle Tiere, die in Herden und Schwärmen leben. Ne? Also hier wird auch wieder auf eine Stelle bei Aristoteles verwiesen. Aber diese Tiere sind darauf beschränkt, dass sie sich untereinander Zeichen geben. Sie haben Stimmen und Laute. Diese Beschränktheit hat allein der Mensch durchbrochen. Einzig der Mensch unter allen Lebewesen ist mit Sprache und Vernunft begabt, und das wird also von der heutigen evolutionären Zoologie durchaus in Frage gestellt. Es gibt also Anzeichen für eben auch eine gewisse Sprachgebrauch und Vernunftgebrauch, auch in egal welchen Vernunftbegriff wir benutzen, auch bei anderen Tieren. Es gibt auch die Deutung, dass sich gerade die europäische Kultur sehr stark entwickeln konnte, nur in einer Umwelt, in der es zum Beispiel keine anderen Menschenaffen gab. Also dass sehr viel Bias, gerade in den europäischen Kulturen, deswegen besteht, weil wir in einer Umwelt aufgewachsen sind, in der es zwar Ziegen, ja, in der es zwar Ziegen, Skorpione und anderes Getier gab, aber in dem es keine Affen gab. Und die anthropologische Theorie der Europas hätte sich anders entwickelt, wenn wir permanent von solchen Wesen wie Gorillas, Schimpansen und Bonobos umgehen. Das hätte unsere Anthropologie sehr verändert. Dafür argumentiert sehr stark der Primatologe, also der Affenforscher Franz de Waal, in einem sehr bemerkenswerten Interview, das ich allen zur aufmerksamen Lektüre empfehlen will, weil es wirklich unglaublich ist, dieses Interview. Es ist sehr lang und es hat sehr viele erkenntnisreiche Stellen und es sagt eben auch genau zu diesem Punkt etwas. Und ich teile hier die Ansicht an dieser Stelle Franz de Waal, auch wenn ich nicht überall mitgehe bei dem, was Franz de Waal da sagt. Einige Dinge sehe ich sehr anders. Aber es ist ein sehr, sehr lesenswertes Interview, das ich auch deswegen immer wieder neu verlinke, weil ich finde, das gehört zu den wenigen Dingen, von denen ich in meiner privaten Verkorkstheit wünsche, dass sie doch jeder Mensch kennen möge, dieses Interview mit Franz de Waal. Aber das nur am Rande. Hier nennt Aristoteles das Prinzip, das auf die Stadt weist. Sie ist dadurch von allen anderen Formen geselligen Lebens unterschieden, dass sie auf der Vernunft beruht. Und wer weiß, wie problematisch ich den Begriff der Vernunft, also der Nous oder der Ratio finde, des Nous und der Ratio finde, der weiß, dass ich jetzt hier mit dieser Passage große Probleme habe. Ja, also ich würde den Menschen nicht als Animalrationale beschreiben. Und ich finde auch die Speziesbezeichnung Homo sapiens sehr selbstbeweihräuchernd. Ich finde, es gibt sehr viele auch latinisierende Begriffe, die sich bei Menschen sehr viel mehr anbieten als ausgerechnet Homo sapiens. Denn so wahnsinnig sapiens sind wir nämlich gar nicht. Und insofern ist es immer schon verfehlt gewesen, auf die Ratio abzuheben und den Menschen zu definieren. Ich halte das für einen sowohl anthropologischen als auch einen zoologischen als auch einen philosophischen Irrweg, uns als als Animalrationale zu begreifen. Aber das nur am Rande. Dieselbe Vernunft, durch die sich die menschliche Natur von der Natur aller übrigen Lebewesen unterscheidet, unterscheidet auch die bürgerliche Gesellschaft als Stadt von allen übrigen Formen der Vergesellschaftung. Also hier wird behauptet, die Polis ist die vernünftigste Form in einem sehr emphatischen, sehr umfassenden Sinne von Vergemeinschaftung oder Vergesellschaftung des Menschen. Aristoteles gibt also nicht nur einen allgemeinen Hinweis auf die gesellige Natur des Menschen, sondern sagt etwas sehr Bestimmtes. Die Stadt hat die Natur des Menschen darum zu ihrer Substanz, weil in ihr die Vernunft des Menschen zum Zuge kommt. Sie ist der Ort des Menschseins, weil sie selbst auf der Vernunft beruht und vernünftigere gesellschaftliche Ordnung ist. Als Aktualität der Vernunft ist die Stadt selbst von Natur. Und da ich also mit dem antiken klassischen Vernunftbegriff riesige Probleme habe, weil ich ihn für hoch, nicht nur problematisch, sondern für, wie soll man sagen, für eine Wurzel von vielen Übeln halte. Ich glaube, dass sich wir uns einer starken Fehlentwicklung als Menschheit aufgesessen sind, indem wir hier der klassischen Philosophie gefolgt sind, also der Philosophie, die von Platon und Aristoteles stammt. Und man kann sagen, die europäische Philosophie ist davon unheilbar befallen. Also trotz ihrer vielen Versuche, sich von dem Erbe von Platon und Aristoteles zu befreien, hat sie das nie wirklich geschafft. Also kurz gesagt, I blame it on philosophy. Weil ich das für hochproblematisch halte, würde ich das sehr, sehr anders auffassen wollen. Und das möchte ich also hier einfach nicht an dieser Stelle weglassen, auch wenn ich hier dann mich sehr weit von Joachim Ritter entferne. Ich würde sagen, die eigentliche Qualität der Polis ist, dass sie uns sehr viel freundlicher macht. Dass sie eine Form von erfolgreicher Befriedung ist, nicht eine Form von Vernunft, sondern dass wir in der Polis eine Form finden, wie größere, komplexere menschliche Gesellschaften mit bereits starker Differenzierung in der Lage sind, dauerhaft freundlich und friedlich zusammenzuleben. Das scheint mir die eigentliche Qualität der Polis sein. Also ich sehe ihren zivilisierenden Effekt
sehr viel stärker als ihren, was weiß ich, vernünftiger machenden Effekt oder so, was Vernunft auch immer heißen soll. Also ich hadere extrem mit dem Begriff der Vernunft. Ich finde, dass wir mit ihm uns keinen Gefallen getan haben und dass die Menschheits- und Politgeschichte und die Gesellschaftsgeschichte besser gelaufen wären, wenn man nicht diese Idealisierung einer künstlich erfundenen Fähigkeit namens Vernunft gefolgt wäre. Aber das ist meine geschichtsklitterndere Ansicht, bei der wahrscheinlich nur wenige mitgehen werden. Aber das ist halt das, was ich denke. Das Verfahren, das Aristoteles hier übt, besteht also nicht darin, fährt Joachim Ritter jetzt fort, dass er zuerst die Natur des Menschen durch Vernunft definiert, um dann aus ihr die Polis zu deduzieren. Der Begriff des Menschen als vernünftiges Wesen lässt sich vielmehr erst dann finden und bilden, wenn es die Polis gibt. Also kurz gesagt, es geht nicht von der Vernunft zur Polis, sondern von der Polis zur Vernunft, behauptet Joachim Ritter. Ist das nicht nett? Würden alle Staaten nur aus Unfreien bestehen, so wäre auch dann die Natur des Menschen vernünftig, aber nur an sich selbst. Und der Möglichkeit nach, nicht aber in actu und nicht so, dass an sich Erkennbare auch für uns erkennbar wäre. Das interessiert jetzt nur Philosophen, ich übergehe es daher. Die Theorie kann im Verhältnis zu dem, was ist, keinen Begriff des Wesens und der Natur hervorbringen, dass der nicht actu geworden ist. Und das betrifft halt jetzt sehr das Hermeneutische, von Joachim Ritter hermeneutisch genannte, das Verfahren des Aristoteles. Also sprich, hätte es nie eine Polis gegeben, in der sich die sogenannte Vernunft des Menschen realisiert, dann sähe auch der Begriff des Menschen sehr, sehr anders aus. Es bleibt aber vom Potenzial her sozusagen auch so etwas Gegebenes. Da wird es dann sehr paradox und sehr widersprüchlich. Aber nicht, also sagen, für den Theoretiker ist das kein Problem, eine solche Spannung. Ja, nicht für den aristotelischen Theoretiker. Also kurz gesagt, die aristotelische Theorie hat hier überhaupt kein Problem. Sie ist aber eine sehr spannungsreiche Form, aus der wir halt sehr leicht kippen können. Also so viel Spannung im Denken halten heutzutage nur noch sehr wenige Menschen aus. Wir würden das also immer als widersprüchlich ansehen, als paradox oder widersinnig oder einfach Nonsens. Innerhalb aristotelischer Voraussetzungen macht dieses Denken aber durchaus sehr viel Sinn. Also theoriebautechnisch gibt es hier kein Problem. Darum muss sie in jedem ihrer Schritte hermeneutisch verfahren als die Reflexion dessen, was geworden ist. Sie muss aus ihm, aus dem Gewordenen heraussprechen. Das ist ihr Verfahren. Die vernünftige Natur des Menschen wird als diese erst erkennbar, wenn mit der Polis die vernünftige Gesellschaft in die Geschichte getreten ist. Also kurz gesagt, was Joachim Ritter macht, ist eine Hegelianisierung des Aristoteles. Und diese Hegelianisierung des Aristoteles verbietet sich nur deswegen nicht, weil auch Hegel extrem aristotelisch denkt. Also kurz gesagt, Hegel ist Aristoteles reborn in der Neuzeit. Kurz gesagt, Hegel ist so, wie Aristoteles denken würde, wenn er um die Zeitenwende rund um 1800 gelebt hätte. Das kann man, glaube ich, ohne Übertreibung sagen. Ohne das zu sehr dem Aristoteles oder dem armen Hegel Unrecht zu tun. Sie kann nicht deduziert werden, sie muss als ein Gewordenes vorgegeben sein. Aus ihm wird der Begriff hervorgebracht. Ist die vernünftige Natur des Menschen aber einmal, wie in der Polis, wirklich geworden, dann muss aus ihr auch das Wesen aller Gesellschaftsformen begriffen werden, sodass fortan Gesellschaftsordnungen, die dem Menschsein des Menschen widersprechen, nur noch in einem homonymen Sinn als menschliche Ordnung gelten können, also nur scheinbar. Es sind Scheinordnungen. Auch wir leben heute in einer solchen Scheinordnung. Hier jetzt noch eine kleine Randbemerkung zu Hegel, die wahrscheinlich auch niemanden interessiert, aber halt mich. Ich gehe bei Joachim Ritter mit, dass Hegel vor folgender Problematik stand. Während Aristoteles die entwickelte Polis Athen vor Augen hatte und seine politische Theorie angesichts dieser Polis und auch seine Anthropologie angesichts dieser Polis Athen entwickeln konnte, stand Hegel nur vor so einem solchen defizitären Gebilde wie dem preußischen Staat. Und das war vor dem Hintergrund der hegelianischen Theorie ein großes, großes Problem und führt zu tausend Widersprüchen in der hegelianischen Philosophie. Ich glaube, dass Hegel unter anderem deswegen so missverstanden wurde, weil er versucht, aristotelisch zu denken, aber nicht eine voll entwickelte Polis vor Augen hatte, sondern ein sehr, sehr defizitäres Gebilde. Und dieses Auseinandertreten von einem Ideal und der gesellschaftlichen Wirklichkeit versucht Hegel in der Philosophie mitzureflektieren. Das ist aber eine Spannung, die tatsächlich so groß ist, dass sie sofort zu neuen Formen der Entzweiung und konkret zu Formen des Links-Hegelianismus und des Rechts-Hegelianismus geführt hat, die nach meiner Deutung beide Hegel missverstehen. Meines Erachtens haben sowohl die Links-Hegelianer als auch die Rechts-Hegelianer Hegel beide nicht verstanden. Das aber kann man ihnen kaum anlasten, weil es sozusagen kaum möglich ist, Hegel richtig zu verstehen, und zwar von seiner Methode her. Also Hegel ist sozusagen ein Denker, der nicht vermeiden konnte, fundamental missverstanden zu werden, und zwar aus der Form seines Denkens heraus selbst.
Weil er eben so vorgeht wie Aristoteles. Aristoteles hatte die Polis vor sich, Hegel hatte keine Polis vor sich oder ein modernes Äquivalent. Das heißt, Hegel wird es dann nicht mehr widersprüchlich sein, wenn wir in der Moderne eine Form von Polis entwickelt haben, die sozusagen die Qualitäten der Polis hat, aber im modernen großen Maßstab, kurz gesagt, eine Geopolis. Also wenn wir eine globale Gemeinschaft gebildet haben, die tatsächlich eine Polis ist, im vollen Sinne des Wortes, erst das ist der Moment, an dem wir Hegel verstehen werden. Das ist meine Deutung von Hegel und das ist meine Deutung des Weltgeschehens. Das nur am Rande. Aber das interessiert tatsächlich nur Philosophen. Für alle anderen Leute ist das bedeutungslose Begriffshuberei oder Philosophieinterpretiererei, aber mir bedeutet das halt was. So deute ich sozusagen Hegel mit Joachim Ritter. Aristoteles nennt daher die Stadt, also die Polis, die vollendete Gemeinschaft. Sie wird damit nicht idealisiert. Aber es wird gesagt, dass mit ihr das an sich bestehende Prinzip menschlicher Gesellschaft actu hervorgetreten und damit erkennbar geworden ist. Also wir erkennen erst den Sinn des menschlichen Zusammenlebens und auch den Sinn des Menschseins in dem Moment, in dem wir eine Polis haben. Vorher verkennen wir es notwendigerweise. Das wird hier gesagt. Wir wissen nicht, was der Mensch ist und wir wissen nicht, was gute Gesellschaft ist, solange wir keine Polis haben. In diesem Zustand leben wir nach meiner Deutung auch heute. Wir sind also sozusagen verurteilt zur Selbstverkennung. Wir wissen gar nicht, was der Mensch wirklich ist, weil wir das nur in einer guten Gesellschaft realisieren könnten und in einer solchen Gesellschaft leben wir nicht. In diesem Sinn handelt es sich also gar nicht um einen Übergang von der Natur des Menschen zur Stadt. Vielmehr wird die Stadt selbst auf ihr Wesen und ihre Natur hin ausgelegt. Das Ergebnis ist die Bestimmung, dass die Stadt, so wie es der allgemeine Naturbegriff des Aristoteles meint, die Aktualität der menschlichen Natur und ihres Seinskönnens ist. Und ihres Seinkönnens ist. Indem die Stadt wird, bewegt sich die Natur des Menschen selbst von der Möglichkeit des Seinkönnens zum aktuellen Sein vor, also mit Hegel gesprochen zur Wirklichkeit. Die Stadt wird als die Aktualität der menschlichen Natur begriffen und Stadt heißt, wie gesagt, immer Polis, also etwas, was wir heute nicht haben. Und insofern verfehlen wir alle unser Wesen und insofern ist es auch überhaupt kein Wunder, warum wir alle so leiden, warum es das Unbehagen an der Kultur gibt, was Freud so schön beschreibt, aber völlig, völlig falsch zuschreibt. Ja, also Freud ist kein Aristoteliker und damit ein sehr viel schlechterer Gesellschaftstheoretiker. Dass wir so viele psychische Krankheiten entwickeln, das ist alles überhaupt nicht sonderlich rätselhaft, sondern das kann man mit Aristoteles, die politische Theorie, extrem gut verstehen, extrem gut deuten. Also kurz gesagt, wir leben in diesem berühmten falschen Leben und das werden wir auch weiterhin, solange wir es nicht schaffen, unter modernen Bedingungen eine Polis auszubilden, die eben unter modernen Bedingungen notwendig eine Geopolis sein muss. Eine allumfassende Polis, die tatsächlich alle Menschen, ausnahmslos alle Menschen umschließt, umgreift und zu politisch aktiven Wesen macht, die eben auch neben ihrem Privatleben das bürgerliche Leben leben. Das ist die logische Konsequenz des Aristoteles. Und natürlich, wir können alle auch Aristoteles zurückweisen, können wir alles machen, dann müssen wir halt die Wurzel unserer Probleme anders erklären. Dann brauchen wir andere Begründungen, warum es uns trotz unseres materiellen Wohlstands und trotz dieser wahnsinnigen Technik, die wir entwickelt haben, als Menschen so wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig schlecht miteinander geht. Es gibt viele mögliche Erklärungen. Freud ist zum Beispiel eine andere Erklärung dafür. Ich finde aber die Erklärung, die Joachim Ritter hier gibt und die Aristoteles gibt, sehr viel interessanter und auch die Erklärung mit sehr viel mehr Entwicklungspotenzial, mit sehr viel, viel mehr politischem oder institutionellem Potenzial. So zumindest mein Urteil. Ceterum censeo, Demokratiam esse sortiendam. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass in der Demokratie gelost werden muss.